sehr durstig. Ich hab Bock. Matthias, wie geht es dir? Was machst du? Und wird der erste FC Merseburg am Wochenende gewinnen? Ja, gute Frage. Ja, was mache ich? Ja, ich bin seit kurzem Trainer in Merseburg. Mir geht es soweit ganz gut. Und ja, hoffen natürlich auf einen Sieg. Aber ich weiß, dass es keine leichte Aufgabe wird. Ja. Uli, jetzt hast du mit Frank Baum und Matthias Zimmerling zwei Leute neben dir, die nach deiner Karriere und nach ihrer Karriere auch Trainer geworden sind. War das ein Ziel für dich auch, die Spieler mal darauf hinzuweisen, was denn eigentlich Training am Ende bringen soll, dass du dir anhand genommen hast, wir machen das deswegen und vielleicht macht das später auch mal? Also das hat im Wesentlichen keine Rolle gespielt, weil du kannst ja nicht natürlich merkst du, dass Leute, die mehr taktisches Verständnis haben, ja, die im Spiel Einfluss nehmen, da merkt man schon, das könnte auch mal ein guter Trainer werden. Ja, das ist ja auch international so, das kann man ja auch immer wieder nachlesen, ob das der Guardiola war oder was, der als Spieler schon gedacht hat wie ein Trainer. Ja, und solche Leute sind natürlich wichtig, weil die geben natürlich einer Mannschaft ihr Gepräge. Und bei Matthias erstaunt mich das schon ein bisschen, aber nein, nicht negativ gemeint, sondern der Matthias war ja zu meiner Zeit ein hochtalentierter Fußballer, aber so ein kleiner Spring ins Feld. Das heißt also, der vielleicht aus seinen Möglichkeiten nicht das Maximalste rausgeholt hat. Und vielleicht ist das dann auch so, dass wenn so ein Typ dann Trainer wird, dass er natürlich dann auch weiß, aus den anderen musste also noch ein bisschen mehr rauskitzeln, als ich das vielleicht selber getan habe. Das vielleicht mal so als kleine Variante. Ansonsten ist natürlich der Matthias, das wird auch in dem Buch, das möchte ich ja mal nicht unerwähnt lassen, der hat mal den BFC praktisch alleine eliminiert. Ja? So, um mal zu sagen, dass man als Trainer nicht immer nach einem Lehrbuch arbeiten muss, ist die Tatsache, ich habe ja früher immer mal Befragungen gemacht in der Mannschaft. Da hast du also in einer kurzen Zeit einen guten Überblick, wie die Mannschaft im Moment denkt. Also sie sollten jetzt mal aufschreiben ihre Bestbesetzung und. So, und vor dem BFC-Spiel hatte ich das gemacht und der Matthias Zimmerling ist bei keinem einzigen Spieler aufgetaucht, dass er praktisch mitspielen sollte. Und Tomala hat ihn aufgesetzt. Und da habe ich mir ihn vorher gegriffen und habe gesagt, Matthias, deine Sportfreunde und Mitspieler, ja, die haben also nicht gegen dich votiert, aber haben dich zumindest nicht in der Mannschaft. Aber Tomala setzt dich jetzt ein und jetzt zeigst du mal, was du drauf hast. So, und ich weiß noch, Edgar Kühlo, wer diesen Menschen noch kennt, der dann nach dem BFC-Spiel zu uns reinkam und sich ganz diebisch gefreut hat, ja, dass wir das gewonnen hatten. Und der Matthias hat ein Tor gemacht und eins noch vorbereitet. Stimmt's? Ja, stimmt. So, und das spricht für ihn und auch sein großartiges Talent. Aber wie gesagt, vielleicht hätte er können noch mehr aus sich rausholen. Das muss ich schon sagen. Ne? Mhm. Auch wenn ich morgen bei ihm kein Spieler bin. Matthias, wie hast du als junger Spieler den Trainer Uli Tomala erlebt? Ja, also erstmal muss ich mal was loswerden. Ich habe in der Mannschaft gespielt, das habe ich gar nicht damals so empfunden. Wo wirklich, ich war ja 88, bin ich dazugekommen, wo nur Nationalspieler um mich rum waren. Ja? Und das ist mir jetzt eigentlich so in den letzten Jahren erst klar geworden, was das eigentlich für eine Mannschaft war. Ja? Und ich war natürlich das ganze Gegenteil vom Typ her, wie Frank Baum zum Beispiel. Ich war nicht der Kämpfer, der Fighter. Ja? Ich war eher der Filigrane, der für seine Größe relativ schnell war. Ja? Und von der Seite muss ich da erstmal ein Riesenkompliment für die Mannschaft damals auch loswerden. Ja? Also es war ja umgeben von Nationalspielern und gerade gegen Neapel das Spiel, wenn man das mal durchgeht, ja, waren da wirklich tolle Spieler dabei und ich hatte auch riesen Konkurrenz. Ja? Also Thorsten hat mir vorhin noch was in der SMS geschrieben, ja, und vielleicht hat er das auch gar nicht so gesehen, aber wenn ich mal durchgehe, ich hatte Hans Richter, ich hatte Dieter Kühn, ich hatte Olaf Marschall, ich hatte Bernd Hopsch, ja, ich hatte Hans-Jörg Leitzke und da muss man auch mal fair sein, natürlich als junger Spieler sieht man das ganz anders. Ja, also sollte man irgendwie auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, klar, hätte ich mehr machen können. Ich war auch ein kleiner Luftikus in dem Alter. Ein Berater hätte mir gut getan, aber das gab es zu der Zeit nicht. Ja,
Gut, aber es spricht natürlich absolut für den Trainer, wenn 15 Spieler sagen, lass ihn nicht spielen und er lässt mich spielen. Und in dem Moment hat er das Richtige getan auch. Ne? Du willst doch was sagen, Uli, siehst du doch an. Ja, der Matthias sieht das schon richtig. Und er ist ja immerhin jetzt Trainer, ja, und da musst du analysieren können. Und das hat er eben ordentlich eingeschätzt. Und genauso würde ich das unterstützen. Ja, über die Tatsache, dass der Matthias damals nicht mit nach Neapel fahren konnte, obwohl er hier das Tor gemacht hat. Ja, das wird also spielt in dem Buch also auch eine Rolle. Ja, aber dafür habe ich eine Uhr geschenkt bekommen. Ne? Die haben wir alle bekommen. Das war schon eine enorme Geste vom Maradona damals, der uns dann jeden eine Uhr geschenkt hat. Jetzt habe ich auch einen Faden verloren. Entschuldigung. Das macht nichts. Jetzt, aber das können wir vielleicht Matthias erzählen lassen, warum er nicht nach Neapel fahren durfte. Das wolltest du nicht erzählen. Jetzt fangen wir doch wieder mit der Geschichte an. Wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, wirklich. Aber gut, wenn Sie mich so fragen oder wenn du mich so fragst. Nach langer Zeit und Überlegen habe ich meine Stasi-Akten einmal beantragt. Und 2015, wo ich noch in Österreich, oder 2014, wo ich noch in Österreich gelebt habe. Und ja, ich habe es nicht oft durchgelesen. Es waren über 400 Seiten. Es waren, egal jetzt, auf jeden Fall war das sehr ernüchternd, das zu lesen. Ja, und ja, ich war kein Reisekader offiziell, so hieß es damals. Und ich hatte Kontakt zum Arzt damals, den ich bei der Junioren-WM in Chile kennengelernt habe. Der war aus Hannover. Und wir hatten uns dann geschrieben, hatten uns einmal im Krankenhotel auch in Berlin getroffen. Und das ist natürlich alles rausgekommen. Die Briefe sind abgefangen worden da. Und das ging dann, so ging es nach der Akte immer hin und her, Reisekarte, Nicht-Reisekarte. Und zum Schluss war es dann so, dass ich eben leider Gottes für das Spiel nicht in Frage kam. Ja, und das hat natürlich dann auch ein bisschen meine Karriere beeinflusst. Danach wurde ich dann auch lebenslang gesperrt, was vielleicht nicht so viele wissen. Und durfte mich ein Jahr fit halten. Und mein großes Glück war im Nachhinein, dass die Wende kam und ich danach eigentlich überhaupt noch Fußball spielen konnte. Ja, aber ich will das jetzt gar nicht so wieder hochpushen. Die Frage kam leider, aber ich würde es dann so erklären. Ja. Ich wollte nur dazu ergänzen, in dieser Beziehung hast du natürlich als Trainer auch eine gewisse Ohnmacht verspürt. Also ich konnte nicht entscheiden, ob der Matthias Zimmerling mit nach Neapel fährt. Ja, man muss sich das überhaupt mal vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Auslosung war für den Europapokal. Und wir hatten ja das Glück, es waren ja in der Saison, wo wir so weit gekommen sind, waren das ja nur Mannschaften des westlichen Auslands. Ja. Und das war ja erfreulich. Das war ja immer ein bisschen verbunden mit einer Reise für mich und mit einer Spielbeobachtung. Und was ich damit ausdrücken will, ist die Tatsache, dass dann jeder Spieler und auch ich als Trainer praktisch 6 Karteikarten ausfüllen mussten, obwohl die schon bekannt waren, unsere Initialen und so weiter und so fort. Und dann wurde das nach Berlin geschickt, also auch von mir. Und 24 Stunden, bevor wir das Spiel bestritten haben, fuhr einer nach Berlin und hat dann die Bestätigung oder die Reisepässe abgeholt. Und da hätte es auch sein können, Tomale, dein Pass ist nicht dabei. Ja, so war das. Also da wurde nicht vorher gesagt, Wahnsinn, ja. Wahrscheinlich ja, ist der Spieler nicht oder das oder nicht, sondern da kam der zurück und sagte, gut, alle, die wir mitnehmen wollten, die können mit. Oder eben der Matthias Zimmerling, der muss da bleiben. Ja, was willst du da machen als Trainer? Ne? Und so war das. Und das war praktisch vor jedem Europacup-Spiel, wurde immer wieder neu. Und ich nehme dazu auch Stellung in dem Buch. Ich hatte ja auch eine Schwester im Westen, von der ich mich, pro forma lossagen musste. Es gab ja andere Wege, trotzdem miteinander zu konferieren. Aber das hätte mir ja auch fast meine Karriere gekostet. Aber das waren schon diesbezüglich harte Zeiten und der Matthias war eben gerade in diesem konkreten Fall also auch ein Opfer. Ne? Ja. Ein bedauerliches. Auch für mich als Trainer, weil er hat ja hier das Tor gemacht. Ja? Und
der Matthias hätte sicher dort auch ein ordentliches Spiel absolviert. Mit Sicherheit. Es war das letzte Europapokalspiel. Das ist keine Sanktion. Aber es ist natürlich, dass man versucht, von jedem Trainer was mitzunehmen. Und wie Baumi vorhin, also für mich auch ziemlich emotional, wie er geredet hat, fand ich übrigens ganz toll. Ja. Und ja, seine Art allein, wie er mit den Spielern umgegangen ist, das muss ich schon sagen, zu der Zeit, also ich finde auch, dass er seinerzeit, wenn man jetzt die Trainer danach gesehen hat, auch, dass er seinerzeit wirklich voraus war. Und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil er neben mir sitzt. Ne, natürlich war es mit mir nicht ganz einfach, aber wie gesagt, also das würde ich auf jeden Fall herausheben. Vielen Dank, Matthias, viel Erfolg. Danke. Am Wochenende gegen wen geht's mit Merseburg? Gegen Martinsroda. Gegen Martinsroda, ja. Okay, dann viel Erfolg. Danke. Und alles Gute und bis bald. Ja. Ja. Trainer, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Matthias, ich wünsche auch alles Gute. Ne? Viel Erfolg in deinem Job. Ne? Ich wünsche alles Gute. Danke. Oh.